Der Ausstieg von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen ums Weiße Haus wirbelt auch den Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump durcheinander. Bei ihrem jüngsten Parteitag schossen sich die Republikaner von Donald Trump auf Präsident Biden als Konkurrenten ums Weiße Haus ein. Jetzt muss Trump seinen Wahlkampf neu kalibrieren. Der oft fahrige Biden lieferte ihm mit seinen Aussetzern viele Steilvorlagen. Die Debatte um den geistigen Zustand des 81-jährigen Präsidenten war für Trump quasi ein Geschenk. Kamala Harris könnte für Trump eine unangenehmere Konkurrentin werden, als Biden es war. Zwar blieb sie während ihrer bisherigen Amtszeit eher unscheinbar, auch schnitt sie in Umfragen im Vergleich mit Trump nicht wesentlich besser ab als Biden. Doch diese Stimmungslage könnte sich nun ändern. Als schwarze Frau könnte die Vizepräsidentin Wählergruppen ansprechen, die Trump mit seiner spalterischen Art vielfach abschreckt. Sollte Harris nominiert werden, wird Trump alles daran setzen, sie für all die aus seiner Sicht fürchterlichen Verfehlungen der Biden-Regierung verantwortlich zu machen. Der 78-jährige Trump bekäme es mit Kamala Harris, mit einer Konkurrentin zu tun, die eine Generation jünger ist als er selbst. Möglicherweise rückt also sein eigenes hohes Alter und seine Gesundheit nun stärker in den Fokus des Wahlkampfs.